Willkommen zurück, Freunde. Es geht weiter mit einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Mega mäßig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine gute Nachricht und eine schlechte. Die gute ist, wir haben einen wunderschönen Ausblick. Hey, richtig geil. Hier ist auch gerade schon so ein Wal rumgesprungen. Hätte ich euch gern gezeigt, aber der springt nicht mehr. Mit ein bisschen Glück werden wir das mit Sicherheit nochmal im Laufe des Let's Plays beobachten können. Jetzt die schlechte. Mein Rechner meinte sich, mit einem schweren Ausnahmefehler runterzufahren. Und ich musste jetzt eine Stunde nachspielen. Absolute Katastrophe. Ich musste mir die Entscheidung mit Phoebe nochmal reinziehen, etc. Was pp. Hast du wohl gesehen? Ich habe aber alle Entscheidungen genauso getroffen, so wie wir sie im Let's Play auch beobachten können. Also, es bedeutet, ich habe natürlich andere Gegenstände jetzt. Ich weiß aber nicht, wie viele oder welche genau anders sind. Ich habe jetzt auf jeden Fall immer noch das Banditenschwert. Hatte ich, glaube ich, auch schon ein besseres. Ich bin mir aber gar nicht mehr sicher. Ist aber auch völlig egal. Wir können jetzt lange rumheulen. Wir müssen uns jetzt wieder neu orientieren. Und dementsprechend legen wir auch direkt los. Ist nur sehr, sehr ärgerlich, denn ich habe bestimmt eine halbe Stunde verloren. Musste jetzt eine Stunde nachspielen. Also absolute Katastrophe. Gut. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir auch aufgehört haben. Ich befinde mich hier und wir nehmen jetzt die Fragezeichen hier mit und holen uns dann das Auge. Eventuell nehmen wir dann noch die Mission an. Wir schauen einfach mal, wie wir es am besten hinbekommen, würde ich sagen. Okay, auf geht's. Erst hier hin. Ach, es ist einfach ärgerlich. Aber in der Technik steckt man einfach auch nicht drin. Dann machst du gar nichts. Und meine Capture-Card hat da auch nicht zwischengespeichert. Keine Ahnung warum. Die Soundspur wird gespeichert, aber die Aufnahme nicht. Ich sollte vorsichtig vorgehen. Und das hat mich jede Menge Stunden jetzt gekostet. Oder Minuten, eine Stunde. Nimmt's wie ihr wollt. Wolfshöhle. Okay. Die holen wir weg. Autsch. Alpha-Tiere erledigen. Das haben wir schon mal gemacht. Das kriegen wir nochmal hin. Steht der auf? Das gibt's doch nicht. Also. Na, dafür ist der schon mal weg. Verkloppen wir den halt so. Mir auch egal. Treten wir ihn erstmal um. Erstmal in den Arsch getreten. Ey, wo rennst du hin? Bist du dämlich? Fräulein Wolf. Dann halt so. Ich gehe mal davon aus, sie wollte noch ein letztes Bad nehmen, deswegen ist sie ins Meer gerannt. Ich habe keine Ahnung, was das war. Macht auch nichts. Wir gehen jetzt rein und plündern die Höhle. Wenn ich denn den Eingang finde. Hallo? Eingang? Nehmen wir den. Sehr schön. Es gibt echt gute Erfahrungspunkte, wenn man diese Orte abschließt. Und natürlich auch Ressourcen. Logo. Meins. Das war's. Und raus mit uns. Das ging schnell. Das hatte ich gerade aber auch schon mal erlebt. In der Aufnahme, die abgekackt ist. Allerdings. Zum nächsten Fragezeichen hier. Habe ich es leider nicht mehr geschafft. Deswegen beginnt für mich jetzt auch neues Gebiet. Hier ist der Weg zu Ende. Dann krabbeln wir hier hoch. Was mich wirklich ein wenig nervt, ist, dass ich immer noch kein richtiges Schwert habe. Dass ich immer noch mit diesem Zahnstocher
Level 1 gegen Level mittlerweile, ja, 4 Gegner kämpfen muss. Das kann auch nicht im Sinne des Erfinders sein, oder? Jeder Sprung bricht uns die Knochen. Nö. Manchmal wird einem ja schon eine Kiste so angezeigt auf dem Weg oder so. So. In your face. Ist er ausgewichen? Meinem Tritt ausgewichen. Dem heiligen Tritt. So, dem aber nicht. Guck mal, wie wenig ich abziehe. Echt scheiße. Ich brauche ein anderes Schwert. Kann doch so nicht wahr sein. Ich brauche Deckung. Wenn ich leise bin, sollten die Büsche reichen. Das Fragezeichen war also der Ort, wo der Zyklop sein Auge versteckt. Wo ist es? Hallo Auge, ich sehe dich. Ja, und ich sehe aber auch jede Menge andere Männer. Na prima. Dupdidu, wir fliegen nochmal ein bisschen näher. Wenn wir eins gelernt haben, da habe ich schon einen gesehen hier vorne. Entscheidende Zentimeter entscheiden hier über Erfolg und Niederlage. Ja, wir dürfen ja nicht gesehen werden. Deswegen müssen wir hier echt leise vorgehen. Okay. Was wollte ich machen? Ach ja. Wir gehen mal kurz in die Quest. Und markieren die, damit mir das Auge auch gelb angezeigt wird. Na dann, legen wir los. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Aber ich bin besser. Da haben wir auch schon das erste Opfer. Malaka. Das muss ja ein ganz besonderes Auge sein. Ich darf nicht gesehen werden. Ich kann nicht auf ihn draufspringen. Wieso nicht? Gut, dann hole ich erst den. Nee, kann ich nicht. I don't know. Ist halt ein Freak. Aber den kann ich. Oh, da ist noch einer. Den habe ich fast gar nicht gesehen. Das war im letzten Moment. Jut. Kann ich den jetzt hier so... Kann ich. So, den haben wir versteckt. Der hört mich nicht. Ne. Er hat keine Lust. Wir gehen oben lang. Das sah mir nach einem besseren Weg aus. Macht ja nichts. Sobald wir das Auge haben, gehe ich von aus, können wir auch wieder entdeckt werden. Aber vorher habe ich halt Angst, dass hier die Mission abkackt und wir komplett neu anfangen müssen. Das sind drei. Das ist aber mies. Alexius, lass dich nicht so lange feiern.
Oh. Waffenständer, was für mich bei? Bogen, Level 4. Yes, rüsten wir sofort aus. Gott sei Dank mal, was wir gebrauchen können, ey. Ist ja Wahnsinn hier mit unseren Krüppelwaffen. Zieht's euch mal rein. Aber sowas von. Den hier verschrotten wir sofort. Wenn ich jetzt pfeife, ne, kommen dann beide, weil der eine ja schläft. Los. Jetzt. Gut. So, die nehmen wir auch weg. Ich weiß nämlich nicht, neue kommen. Wir wollen nicht für Aufmerksamkeit sorgen. Ey! War der zu schwer, Alexios, oder? Was war da los? Hier ist nichts mehr. Alles abgegrast. Oh, Kiste. Schön. Nimm ich. Jede Menge gute Sachen. Oh. Aufpassen, hier ist eine Tür. Nicht, dass wir entdeckt werden. Da kommt der Commander. Na, heiß. Wir den im Attentatsschaden sofort wegmachen können. Ich hoffe. Kein Nachzügler. Geht. Wunderbar. Damit hätten wir auch den Ort. Aber noch nicht das Auge. Ey, da kommt ja noch ein Commander. Dümpeln wir mal hier rum. Hier ist noch ein Eingang. Schön. Nicht zu voreilig werden. Wenn wir ein bisschen Glück haben, kommt er nämlich genau hier lang. So schön berechenbar. Wo kam das her? Ach, das ist eine Frau. Guck mal nach. Du kommst jetzt auch hier lang? Ey, man muss aufpassen, dass da nicht aufheben steht. Sonst macht er nämlich den hinterhältigen Angriff nicht. Dann will er nämlich hier die alte aufheben und wir sind voll am Arsch. Wie wir hier rummeucheln. Geil, ey. Mega. So stelle ich mir das vor. Wir haben einen schweren Stab. Gut, hier lang. Dupdi-dupdi-du. Meins. Wir sind immer noch Stufe 4. Das ist echt mies. Es ist mies, wir können es nicht anders sagen. Da war noch einer, den wir nicht markiert hatten. Kleiner dreckiger Freak. Oh.
Der denkt jetzt auch, hä? Du bist hier nicht befugt. Nee, du aber auch nicht. Schön abgelenkt, den Freak hier. Was ist mit dem? Der ist kein Gegner, aber Stufe 4. Flieh, mein Freund, flieh. So, wir haben hier alles gesäubert, so wie es aussieht. Das heißt, plündern. Ich liebe es. Plündern ist meine liebste Beschäftigung. Boah, mega. So viele schöne Sachen. Kein Schwert. Ach so. Das war aufheben. Können wir bestimmt Öl mit vergießen und dann die Leute anzünden. Hier sind Waffen drin. Bogen, Stufe 6. Da stellt sich mir die Frage, bekommt man die Waffen nach dem Spielstil serviert oder ist das völlig random? Also wenn ich öfter meinen Bogen benutze, dass ich dann mehr Bögen bekomme? Oder ist das völlig egal? Was meint ihr? Wisst ihr das? Ich weiß es echt nicht. Aha, nochmal Waffen? Komm, ein Schwert! Nee, keine Waffen. Ich muss mir sonst eins kaufen. Hilft ja alle nichts. Hier bimmelt nichts mehr. Und das sind echt Löwen, ne? Geil! Wer hat, der hat. Den Typ da hinten schlachten wir auch gleich. Was ich jetzt schon sagen kann, was mir viel besser gefällt an diesem Spiel, das sind die separaten Slots für die Ausrüstungsteile. Warum? Weil man dann viel mehr Bock hat, hier die Sachen durchzusuchen, um eventuell ein geiles Item zu finden. Das war bei Origins ja leider nicht der Fall. Das war echt mies. Da gab es ja nur das eine Gewand und das war echt kacke. So, vielleicht kann ich ihn jetzt mit meinem Bogen schön in die Fresse schießen. Reicht nicht, ne? Aber so, zack, zack. Zwei gezielte Schüsse. Rein mit dir. Obwohl, hätten wir gar nicht machen müssen. Da stellt sich mir die Frage, haben wir unendlich Pfeile? Oh, wir haben noch was im Inventar. Was gibt's da Schönes? Ah, Stufe 6. Geht nicht. Können wir die eigentlich upgraden beim Schmied? Ja, das wäre super. Das checken wir erstmal demnächst. Ah, Stufe 6. Hier dürfte das Auge sein. Jupp. Und ein Schwert. Komm schon. Stufe 5. Echt, wann habe ich das denn aufgesammelt? Im Eifer des Gefechts, Freunde, habe ich es einfach verpeilt. Und was ist das? Ein Kriegsspeer. Auch nicht schlecht. Stufe 5. Dann ist der Söldner auch reif. Da freue ich mich schon drauf. Da sage ich euch aber. Talos, die Faust. Gibt es einen aufs Maul. So, wir gehen jetzt hier noch hin. Würde ich sagen, nehmen die Quest an. Und dann, ja, gehen wir zurück zu Markus, ne? Und übergeben das Auge. Was meint ihr? Ist ein guter Plan, oder? Bei Zeus. Der Zyklop macht keine halben Sachen. Meinst du die Totenschädel? Hier gibt's auch noch jede Menge Klamotten. Oh, da ist der König. Nö. Obwohl. Da sind Klamotten drin. Können wir den mit dem Bogen von hier drin erschießen? Nein, das geht nicht. Wie mies ist das denn? Daneben, Löwe. Friss meinen Kick. Ich liebe diese Fähigkeit. Die ist Hammer. Und nochmal mein Kick. Ach nee, er ist noch nicht regeneriert. Aber jetzt in die Schnauze. Wir haben den König der Löwen erlegt.
Kriegen wir Löwenfell? Weiches Leder. Für Lavendel. Ach, schön. Was machen wir nicht alles für Lavendel? Da töten wir sogar Löwen. Also ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, wie geil diese Fähigkeit ist. Man würde doch sonst einfach hier an diesen Dingern vorbeirennen, oder? Weil die einfach nach nichts aussehen. Alles klar, diese Richtung. Bin mal gespannt, was das für eine Quest ist. Icarus, mein gefiederter Freund. Das ist nichts Böses. Ein friedliches Dorf. Dann kennen die mich ja auch wahrscheinlich alle. Ich meine, die Insel ist mini. Hier kennt jeder jeden. Da seid ihr ja. Ein Augenblick. Ich muss ab und an noch ein bisschen stehlen. Da, wo keiner ist. Söldner, frisches Gemüse für deine Reise. Das saftigste in ganz Kefalenia. Ich bin nicht wirklich an Gemüse interessiert. Das ist niemand. Unser Vorrat wird schon langsam zu Erde. Wir wollten genug Drachmen zusammentragen, um Kefalenia zu verlassen. Es wird Zeit, dass wir weiterziehen. Kann ich verstehen. Warte. Kreusam. Meinst du, er könnte uns helfen? Ich glaube, er könnte. Zuerst müsst ihr mir sagen, worum es geht. Hast du Angst vor Haien, Söldner? Ey, Moment mal. Ich bin Alexios. Halbgott, Göttervater... Söldner von Beruf. Ich habe vor gar nichts Angst. Ich habe vor nichts Angst. Immerhin einer von uns. Ein sehr hungriger schwimmt zwischen uns und der Chance, Kefalenia zu verlassen. Ein Hai? Er bewacht eine sehr kostbare Halskette. Wir holen sie, verkaufen sie und verlassen Kefalenia. Der alte Halunke, der sie damals gefunden hat, vergrub sie bei einem Tempel an der Küste. Aber er hat nicht nachgedacht. Das Wasser steigt. Und jetzt gehört die Halskette diesem Hai. Geld für Gemüse ist gut. Aber Geld für Halsketten ist besser. Genau, das wollte ich gerade sagen. Könnte ich auch selbst behalten, oder? Aber komm, wir helfen denen einfach. Das sind nicht so die Leute, wo ich jetzt einen auf Miesepeter machen möchte. Die könnten eventuell nochmal nützlich werden. Ich meine, wenn die Kefalenia verlassen, werden die ja selbst wahrscheinlich sich irgendwo niederlassen und dann kriege ich bestimmt Angebote oder sowas. Ich helfe denen einfach mal. Ich weiß, wie es ist, wenn man Kefalenia verlassen will. Wer nicht? Hier gibt es nichts. So viel Gemüse, wie man will. Aber keine Hoffnung. Sie ist in einer Truhe. Wenn du sie besorgst, nehmen wir nur, was wir brauchen. Und du behältst den Rest. Das ist auch das Mindeste. Alles klar, machen wir. Nun gut. Ich töte den Hai. Ja, spieß ihn auf. Du findest ihn tief in den Ruinen von Krani im Süden. Jeder vergrabene Schatz hat eine Geschichte. Die Kette soll einst Prokris gehört haben. Du weißt schon, der Frau von Kephalos. Am Abend vor ihrer Hochzeit gab er sie ihr mit dem Versprechen ewiger Treue. Tja, wir wissen, wie das geendet ist. Typisch. Wenigstens kehrte er vor ihrem Tod zu Prokris zurück. Wo auf dieser Insel sind die Ruinen? Kennst du die versunkene Insel des Zeus? Finde sie, dann findest du die Ruinen. Nee, keine Ahnung, aber die Karte wird's mir schon zeigen. Also auf zum Tempel des Hais. Danach werde ich nie wieder ein Gemüse auch nur ansehen. Oh, mach das nicht. Ballaststoffe, Vitamine, Spurenelemente. Schauen wir mal kurz auf die Karte südlich. Das müsste ja irgendwo hier unten sein, wo wir schon mal waren. Ja, da. Ja, okay. Das machen wir definitiv nicht heute, sondern später. Wir werden jetzt zurück zu Markos gehen. Der hat sowieso wieder was Neues für uns. Ist halt ein Halunke. Okay. Na dann, diese Richtung gar nicht weit.
hoffe, wir sind jetzt bald Stufe 5, damit wir Talos endlich niederstrecken können. Der geht mir ganz schön auf die Eier. Dupdidu. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Wieso? Alexios, warum? Keine Ahnung, hier ist nichts. Vielleicht war ein Schlag auf den Kopf zu heftig für ihn. Und er hat eine Gehirnerschütterung. Kann ja sein. Beine brechen! Yes! Autsch! Wir müssen das regelmäßig machen. Ihr wisst ja, wenn man den Knochen regelmäßig unter Druck setzt, dann härtet er aus. Und dann werden wir schmerzresistenter. Ist ja klar. Das steckt dahinter. Ey, Alter, warte mal. Stehlen? Das ist eine Handtasche. Da könnte was drin sein. Vorsichtig! Weißt du, wie viele seiner Wachen dort waren? Das alles für einen Stein. Dieser Stein ist mehr wert als ein Haus. Aber trotzdem nicht genug, um den Zyklopen zu bezahlen. Oh, sei nicht enttäuscht. Denk an den Spaß, den wir hatten. Also Spaß hatte ich schon. Ich habe jede Menge Soldaten erledigt. Genau. Dein Spaß, mein Blut. Du musst aufhören, mich in sowas hineinzuziehen, Markus. Es funktioniert, das verspreche ich dir. Würde ich dich anlügen? Auf jeden Fall. Antworten. Nimm das Auge, aber verkauf's noch nicht. Niemand wird glauben, dass wir es rechtmäßig erhalten haben. Die wissen genau, wem es gehört. Schön. Besser in deiner Tasche als in seinem Besitz. Ich denke, das reicht für einen Tag. Chere, Markus. Warte, da war ein Boot, das ich noch nie gesehen habe. Und? Es war viel zu gut für diese dreckige Stadt. Das muss der Zyklop mit seinen Freunden sein. Erst zurück? Du gönnst mir einfach keine Pause, oder? Erledige sie. Dann hast du ein Problem weniger. Außerdem sehen diese Fremden so reich aus wie Krösus. Der Zyklop bezahlt sie gut. Und du kannst nur gewinnen. Es kann ja nicht schaden. Was habe ich schon zu verlieren? Du? Du verlierst nicht, da bin ich sicher. Und wo sind sie? In einem verlassenen Haus an der Ostküste. Wer weiß, was sie für Reichtümer in ihrem Versteck horten. Schick sie in den Hades, dann nimm alles mit, was du finden kannst. Wir werden reich! An der Ostküste. Kannst du etwas genauer sein? Wenn ich mich richtig erinnere, sind sie in einem verlassenen Haus, bei einem Wäldchen, südlich von Sami. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Und wenn diese Besucher nicht von Kefalenia kommen, woher kommen sie dann? Sicher ist nur, dass Kefalenia der letzte Ort sein wird, den sie jemals sehen. Durch mein Schwert. Ja, aber einen Teil dieser Reichtümer behalte ich. Das ist nicht verhandelbar. Nicht einmal eine Drachme für den Mann, der dich geschickt hat? Der Rest wird deine Schulden abbezahlen. So oder gar nicht. Oh gut, schön. Jetzt zeig diesem Fremden, was es bedeutet, Kefalenia zu sein. Bluten oder bluten lassen. Was ein raffgieriger Hund, oder? Wollt ja seine Schulden nicht abbezahlen. Eine neue Gravur. Stufe 5. Yes! Fähigkeiten. Gravur. Perfekt. Gehen wir direkt rein, ne? Ist klar. Wir können nämlich jetzt auswählen. Hier questmäßig. Schicke Gäste. Ein Hai für die Überfahrt. Ja, Inventar. Da können wir doch unser Schwert jetzt ausrüsten. Schau mal. Bam. Nice. Es hat ausgedient. Adieu. Wir verkloppen alles. Was heißt verkloppen? Zerlegen alles für Ressourcen. Nein, ich wollte nochmal ins Inventar. Falsch. Stufe 6. Hä?
herstellen. Nee, wir haben noch genug. Können wir hier was mehr? Nein, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Stufe 5. Seht ihr, es lohnt sich doch manchmal einfach zu gucken. Jetzt lesen wir Fähigkeiten. Da wollen wir natürlich auch zugreifen. Wow, 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 wow. Attentatschaden erhöht. Ach, da müssen wir weiter vorankommen. Also, ich mache das hier auf den Attentatschaden. Weil das ist das A und O. Ich bin einfach Stealth unterwegs hier. Und wenn ich hier richtig Bums habe, dann kommen wir auch weit voran. Okay, Freunde. Wo bist du gewesen, hm? Angeln. Mit diesem Adler-Landemanöver würde ich sagen, gehen wir aus der Folge raus. In der nächsten Folge machen wir natürlich weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit von der Partie seid. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.